Hallihallo Freunde und hallo und herzlich willkommen, muss ich ja sagen eigentlich, weil ich spiele ein kleines WM-Special und zwar Pro Evolution Soccer 2010. Und das sieht folgendermaßen aus: Ich werde natürlich eine spezielle Begegnung spielen, die jetzt gerade kurz vorm Stattfinden ist. Und zwar spiele ich Deutschland gegen Spanien, 10 Minuten lang. Das heißt, es werden ungefähr zwei Videos werden, denn die Videos dauern nun mal, das Spiel dauert nun mal ein bisschen länger, das klar, aber jetzt gerade kommt noch dazu. Ich habe mich schon um die Soundeinstellung gekümmert, und eine kleine Probeaufnahme gemacht. Ich habe dieses Spiel schon ein paar Mal vorgespielt, das heißt also, ich denke, ich kriege das schon irgendwie gebacken. Und ich werde das jetzt mal testen, ob ich das gebacken bekomme. Ja. Gut, liebe Leute. Ich habe dieses Spiel erst gestern installiert. Ich habe früher viel Pro Evolution Soccer 2 gespielt, auch auf der PlayStation. Habe dieses Spiel jetzt selbst erst ein paar Mal angespielt, ein bisschen trainiert. Deswegen habe ich auch einen relativ niedrigen Schwierigkeitsgrad genommen. Ich habe mich die ganze Zeit auf dem höchsten gespielt und mich gewundert, warum ich jedes Mal knapp verliere. Komischerweise schieße ich jetzt auf einen niedrigen Schwierigkeitsgrad weniger Tore, kriege aber auch umso weniger rein und gewinne halt die Spiele im Normalfall auch. Genau, also Aufstellung, ja, es ist nicht ganz die originale Aufstellung, ist mir auch egal, es geht ja mehr um, ja, ne? Ich habe jetzt zum Beispiel hier kein Neuer oder was, ne? Ist ja Wurst, Hauptsache die Tore gehen nicht rein und so und das ist ja auch egal dann. Ansonsten, das Spiel ist ja auch von 2009, obwohl 2010 heißt. Jo, und dann wollen wir doch mal, ups, was war das denn? Wieso hast du denn nochmal angehalten, du Idiot? Was war denn das jetzt? Ach so, ein Foul, ich kann nicht mitbekommen. Okay, der Sound ist vielleicht doch ein bisschen zu leise, weil ich höre gar nichts. Egal. Und rein damit. Nein, das war Blödsinn. Nee, nee. N-n. Och Gott. Also wie gesagt, ich bin nicht der Beste da in diesem Spiel, aber ich krieg das schon irgendwie gebacken. So, kleine Vorlage. Na, nimm den. Wieso gern du? Das bist doch Blödsinn. Naja, dann mach doch mal eine Vorlage von hier aus. Und Kopfball. Nein. Gab's halt nicht. Ich muss mich ein bisschen dann umgewöhnen, weil die Steuerung ist anders. Zum Beispiel gibt es auch diesen wunderschönen Doppelpass nicht mehr anscheinend. Ich habe ihn zumindest nicht mehr hingekriegt. Früher war der auf L und Pass halt. Oha, das war knapp. Den gibt's nicht mehr. Okay, ich mache mal ganz kurz eine kleine Cut, um die, um den Sound von den Sounds hier ein bisschen höher zu stellen. Weil das ist irgendwie nicht gut, was ich hier habe. Und da bin ich wieder. Und es geht weiter. Jo, naja, ist immer noch ein bisschen leise. Komisch eigentlich. Egal. Ja, nein, nein. Ja, machen wir durch die Mitte hier. Was war das denn? Oh, der passt gar nicht mehr zu den Leuten, wo ich hin will eigentlich. Okay. Jetzt passen irgendwo hin, egal. Hab's auch weg da. Jo, alles klar. So, mit ihm hier können wir eigentlich ganz gut, Vorlagen machen. Zumindest hat das bisher ganz gut geklappt. Ja, natürlich, jetzt gewinne ich nachher vielleicht noch in dem Aufnahmegespiel hier jetzt gar nicht mehr oder was. Vorhin habe ich mein erstes Tor direkt bei der ersten Aktion gemacht. Also ein bisschen Argentinien-Style. Wir werden sehen, wie es nachher in Wirklichkeit läuft. Oh, was war das? Ach so, ja, ich muss die andere Taste drücken. Das ist jetzt, man muss auf Schießen drücken, um den Leuten hinterher zu laufen. Das ist total seltsam. Im zweiten Teil einfach auf Passen. Und rein damit. Nein! Rein damit! Wieso nicht? Wieso tut ihr sowas? Davon sterben Leute. Meine Fresse. Grummel, Grummel, Grummel. Ach, meine Fresse. Jetzt verliere ich noch oder was? Oder beziehungsweise ich habe auch keinen Bock auf ein Unentschieden. Das ist jetzt nämlich auf Freundschaftsspiel gestellt. Jo, mach mal du. Du kannst nämlich ganz gute Vorlagen liefern. Das hat nämlich zumindest bisher ganz gut geklappt. Jo, diesmal nicht. Egal. Wir kriegen eine Ecke. Ecken kriege ich selten rein hier in diesem Spiel. Aber ich habe mir ungefähr so weit ausklabüstert. Dann funktioniert das nämlich manchmal. Nee, aber diesmal auch nicht. Jo, und hol dir mal den Ball, Junge. Jo, anhalten, passen, wunderbar. Und, nein, so nicht. So nicht, mein Freund. Oh, und aus, na gut. Ja, geh mal dahin. Was? Nee, da muss dann auch einer hinlaufen. Ja, nun, was ist? Er bleibt einfach stehen. Wieso? Also, irgendwie gefällt mir das hier überhaupt nicht mehr, wie das läuft. So. Ich hätte mal lieber Pro Evolution Soccer 2 spielen sollen, bloß da wäre jetzt niemand mehr gewesen, der heute noch irgendwo spielt. Maximal Manager macht oder sowas. Okay.
Und da habe ich gedacht, das könnte ich zwar wie die Sau, auch könnte ich auch auf schwer spielen, kein Thema. Nur bei dem Spiel läuft vieles anders. Egal, ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit mucken, sondern hier eigentlich Kommentare zu diesem unheimlich spannenden Spiel geben. Ja, nach der 25. Minute sieht es immer noch braun aus, ruhig aus, keine Ahnung. Es ist noch nichts weiter passiert. Doch jetzt kommt ein Angriff von Podobo. Podobo, du hast von mir auch meine Tore geschossen. Also, hau ihn rein. Nein. Oh, oh, gefährlich. Na, hier und Vorlage, genau, und Torwart, nee, Torwart nicht, hier, anderer, hier, Torschütze, genau, ja, genau, Tor reinmachen, meine ich, bäh, egal, Wurst, wir sind alle total aufgeregt hier, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, weil ich auch noch gleichzeitig spielen muss und kommentieren muss und alles auf einmal, ich bin ein Let's Player, ich kann sowas nicht, so, jo, okay, jo, und drauf damit, und drüber geschossen, hat gibt es doch ja nicht, ey, nein, das war nicht versetzt, ich habe einfach gerade so ein bisschen zu spät, geredet, naja. Ja, wenn ich das jetzt natürlich nicht gewinne, muss ich das alles nochmal neu aufnehmen, weil das ja sonst dumm rüberkommt. Ja, ich gebe es zu, da bin ich ein Cheater. Aber das muss ja, sonst werde ich ja unbeliebt gemacht hier. Das will ich auch nicht. Okay, okay. Und jetzt einfach mal draufhauen. Mal gucken, vielleicht Abpraller gehabt oder sowas. Jo, das habe ich früher so gemacht, das klappt hier nicht mehr. Wie gesagt, der Doppelpass. Wer einer weiß, wie der geht hier, das wäre echt nett. Der war früher L und passen. Da hat er einen Pass zurück gemacht und man ist aber der gleiche Spieler geblieben. Der hat direkt zurückgepasst, der andere. Jo, schickes Tor. Von so weit weg. Nicht schlecht. Und bewahrt. Na, ganz klar, ihr seht es ja schon an mir Sicht. It was close, Junge. Ja. Wunderbar, und die jubeln. Ja, also, das war super, weil er hat gepasst. Er hat direkt zurückgepasst und der andere ist nach vorne gelaufen schon dann. Und dann konnte man wunderbar Leute umspielen und das habe ich sehr, sehr gern gemacht, habe damit viele Tore erzielen können. Gerade bei menschlichen Spielern funktioniert das auch 1A. Deswegen, wenn einer weiß, wie das geht hier in dem Spiel oder ob es nicht mehr geht, mir egal, dann bitte sagt es mir. Warum ich Pro Evolution Soccer spiele und nicht FIFA? Ich mag das lieber. Ich bin vom PES-Lager. Liegt auch vor allem daran, dass es das zuerst gespielt hat. Ja, wo zeigen Sie, ich habe mal Euro. Und wieso hast du ja nicht geschossen, mein Freund? Ich habe schon viel länger schießen gedrückt. Man muss sich bei diesem Spiel natürlich wissen, dass er nicht sofort ballert, wenn man drückt, aber das ist, glaube ich, auch bei FIFA nicht anders. Ich mag FIFA nicht so. Ich kann hiermit irgendwie besser um. Naja, das seht ihr jetzt noch nicht so, aber das hängt doch damit zusammen, dass ich das noch nicht lange spiele. Machen wir mal eine hohe Vorlage. Jo, viel zu weit. Nein, doch nicht. Nein, und... Oh, kacke, jetzt habe ich das schon gedrückt gehabt. Verdammt. Und passen. Jo, genau. Und rein damit. Nee. Oh, hier, jetzt aber. Na. Oh, ja. Na, wenigstens habe ich schon mal ein Tor gemacht.